bin Beate Achilles und ich habe das Unternehmen Senseco Naturkosmetik gegründet. Ich wollte gerne ein ökosoziales Unternehmen aufbauen und habe eigentlich nach einem Produkt gesucht. Bin durch die Bioläden gegangen, hatte mich über Plastikverpackungen geärgert und mir fiel in den Bioläden auf, dass es seinerzeit, das war vor ein paar Jahren, da noch gar keine Haarseifen gab. Also es gab auch dort nur Shampoo in Plastikflaschen. Und das hat mich einerseits geärgert und auf der anderen Seite dachte ich, das ist eine Marktlücke, in die man gehen kann. Um Müll zu vermeiden und und ein Produkt an den Start zu bringen, was praktisch jeder täglich braucht und damit die Umwelt so wenig wie möglich zu belasten. Man hat den Ausgangsrohstoff Öle, die vermischt man miteinander. Nach bestimmten Kriterien sucht man die aus, dann vermischt man die miteinander und lässt sie mittels Eznatron, was eine Chemikalie ist, verseifen. Das Eznatron, darauf kann man nicht verzichten, aber es findet eine chemische Reaktion statt und dann hat man danach eben eine Seife, die sich komplett biologisch abbauen lässt. Man braucht dazwischen keine chemische Fabrik, die irgendwelche Tenside herstellt, so wie das bei erstens Shampoo-Bars ist und zweitens auch bei flüssigem Shampoo. So auf sowas kann man verzichten, insofern wird da auch deutlich weniger Energie bei verbraucht, es wird weniger CO2 ausgestoßen und es braucht weniger Großindustrie, um so ein Produkt herzustellen. Meine Haarseifen sind unverpackt oder wenn sie verpackt sind, daran arbeiten wir gerade, dann kommen die in einen Graspapierkarton. Also ich möchte eine minimalistische Verpackung haben. Wenn sie sich nicht vermeiden lässt, dann soll sie so ökologisch wie möglich sein, damit einfach diese Plastikflut, die wir sehen auf der Welt, die die Meere verschmutzt und die auch zu einem großen Teil zum Klimawandel beiträgt, das möchte ich vermeiden. An sich ist das eine ganz einfache Sache. Man nimmt die Seife in die Hand, macht sie nass unter der Dusche, reibt sie sich übers Haar und dann entsteht viel Schaum und dann kann man sich ganz normal damit die Haare waschen. Also wenn man meine Haare anguckt, hier heute, die habe ich heute Morgen damit gewaschen. Ich habe auch nichts weiter reingemacht, keine saure Rinse, gar nichts. Und die sehen eben so aus. Also ich glaube, die sehen recht normal aus. Ich habe die Erfahrung gemacht, das ist bei anderen Leuten auch so, die praktisch sonst nichts Besonderes im Haar haben. Bei denen funktioniert das super und manchmal, gerade bei Frauen, die halt viel Pflegeprodukte reingemacht haben oder auch wenn sie es vor Wochen reingemacht haben und vielleicht lange Haare haben, gibt es da manchmal Reste und dann sind die über das Ergebnis nicht so erfreut. Aber es gibt auch ganz viele Leute, die wirklich darüber schwärmen über die Seifen. Also ich hatte jetzt gerade eine Kundin aus Buxtehude, hat sie bestellt und ich habe sie gefragt, also die hat einen ganzen Karton Seifen bestellt und ich habe sie gefragt, woher sie mich kennt. Und dann meinte sie, ja, sie hätte letztes Jahr auf dem Weihnachtsmarkt eine Seife von mir gewonnen und die hätte sie benutzt, dann hätte sie einen Vergleich mit vielen anderen Haarseifen angestellt und meine sei mit Abstand die beste gewesen. Ich denke auch darüber nach, Workshops anzubieten in der Zukunft, sowohl mit jungen Mädchen, zum Beispiel als wenn die eine Geburtstagsfeier haben oder so, mit denen zusammen mal Naturkosmetik selber zu machen. Aber auch mit Erwachsenen durchaus mal gemeinsam Seifen zu sieden, damit sie diesen Herstellungsprozess kennenlernen können und dann eben auch ein eigenes Produkt mit nach Hause nehmen können, was sie selbst gestaltet haben, wo sie selber den Duft sich reingemacht haben, zusammengemischt haben, die Farben selber zusammengestellt haben und so weiter. Das ist etwas, was nächstes Jahr kommen wird. Mir war wichtig, hier auf dem Land eine Manufaktur aufzubauen, um auch hier auf längere Sicht Arbeitsplätze zu schaffen, die relativ einfach sind und die auch flexibel genug sind, dass Leute mit bestimmten Voraussetzungen im Arbeitsmarkt vielleicht, also dass man sich besser auf die einstellen kann, dass man nicht sagen muss, du musst immer von 8 bis 18 Uhr in der Firma sein unbedingt, sondern vielleicht kann man alleinerziehenden Frauen oder Leuten mit Behinderung oder so entgegenkommen und deren Bedürfnisse mit berücksichtigen dabei. Das ist meine Vorstellung. Im Grunde bräuchte ich ein Stück weit finanzielle Förderung im Augenblick, um eben gerade die jetzt in der Anfangsphase einen Raum finanzieren zu können, sinnvoll. Also ich bräuchte eigentlich größere Produktionsräume und auch einen Verkaufsraum, der sichtbar ist. Den habe ich bisher noch nicht. Und das muss eine ganze Menge investiert werden, auch in den Aufbau von Online-Marketing, wenn man jetzt über den Landkreis hinausgehen will. Ja, und auch für die Personalkosten. Mehr Arbeitsplätze auf dem Land, um den Run auf die Großstädte zu entzerren und eben auch in einer ländlichen Region Perspektiven zu haben und aufzubauen.
Deswegen würde ich mir wünschen, dass es noch mehr Unternehmen hier gibt, die sich hier ansiedeln auf dem Land, damit junge Leute eben aufs Land kommen, wovon ich weiß, dass viele das gerne wollen. Viele wollen ja gar nicht diesen ganzen Stress der Großstadt haben. Insofern würde ich mich freuen, dazu beizutragen, ein Stück weit mit meinem Unternehmen. Ich komme ja auch selber aus der Großstadt und bin aufs Land gezogen.